Ninja Duck is back in town. Hey, ja, weiter geht's mit, wie heißt das Spiel nochmal? Maui Malat, genau, Donald Duck in Maui Malat. Ein schönes Spiel. So, ich muss davon ein paar Sachen sagen, weil anscheinend einige Leute denken so, du spielst ein Spiel, das gefällt dir überhaupt nicht, dann hörst du auf zu spielen. Das Spiel gefällt mir. Es ist nur, mir wurde gesagt, es sei so schwer und ich find's, milde gesagt, bisher nicht wirklich schwer. Nein. Oh, okay, vielleicht kommt hier schon die erste große Herausforderung, nämlich ein großer, naja, es ist eine blaue Ente, die auch ein Ninja ist und hin und her trippelt und fan. Ja, was für eine Herausforderung. Meine Güte, den hätten wir fast nicht geschafft, aber naja. So, alles meins, okay. Oh nein, schon wieder ihr. Oh Gott, ihr seid so schwer. Ich bin reingelaufen, ich bin dumm. Höp und höp. Ach Gott, schnarch. Ach, jetzt muss ich dann wieder als Statue rumlaufen. Das dauert so ewig. Was, kommt noch einer? Oh mein Gott, und kommt danach noch einer? Nein, danke schön. Wenn wir möchten, weltweit würde wir. Denn ich möchte noch Schätze einsammeln, aber hier gibt es jetzt nicht mehr. Zack, ich bin wieder eine Statue mit einem viel zu großen Maul. Juhu, nach rechts. Und das dauert ewig. Wie spannend. Ja, wenn ich in diesem Spiel manchmal gelangweilt klinge, ist es, weil das Spiel ist... Mega Man ist sauschnell, Lamulana ist sauschwer und dieses Spiel ist im Vergleich zu all diesen Spielen ziemlich einfach. Was nicht heißt, dass dieses Spiel schlecht ist. Nein. Aber allein so eine Szene hier, damit ich eine Wand durchbreche, hat es wieder ein paar Stunden gedauert. Naja, hier oben sehen wir wieder, wie ich tanze, wenn ich in eine Disco gehe. Muhahaha. So, hier mache ich mich zum Grüngurt. Jetzt werde ich immer noch Grüngurt. Gut. Ach, Grüngurt. Grün ist cool. Oh, da unten ist ein Gegner. Ein Grüner. Oh, ich bin grün. Er ist grün. Na, mal gucken, wer gewinnen wird. Was ist das denn? Komm, ich möchte durch. Verdammt. Kriege ich noch eine Fähigkeit, mit der ich Wände kaputt machen kann? Zack. Mir wurde gesagt, ich soll, naja, sowas ähnliches machen. Ich soll den so ausweichen. Naja, klappt super, ne? So, ne? So. Ach, egal. So, und weg mit dir. Ja, das läuft jetzt gut. Jetzt hat's geklappt. Das hat nur ein bisschen gedauert. Jetzt kann ich mich auch nicht mehr festhalten, weil ich bin zu dämlich. Juhu. So, jetzt hier hoch. Nein, genau. Und weitere Geschichten. Was zum Geier ist jetzt passiert? Weitere Sachen, die ich gehört habe, weil ich... Hallo? So, geht doch. Was ist los? Hä? Okay, irgendwas stimmt gerade nicht. Ah, die Steine gehen kaputt. Aha. Zack. Ja. Das ist klasse. Das ist jetzt super klasse. Oh Gott, ich muss schneller machen. Ich darf mir jetzt nicht so viel Zeit lassen mit dem Reden. Tut mir leid, Leute. Einmal kurz wenig reden. Jetzt geht's wieder weiter. Dass ich irgendwie die Geschichte von Donald Duck falsch erzählt hätte. Man muss dazu sagen, es gibt, glaube ich, von Donald Duck, wie er entstanden ist und was weiß ich, Trilliarden Geschichten. Ja gut, Trilliarden ist jetzt übertrieben. Aber auf jeden Fall gibt's da eine ganze Menge Geschichten. Und welche davon jetzt stimmt und welche davon jetzt nicht so stimmt, das weiß ich nicht genau. Ey. Daka. Ja. Verdammt! Irgendwie muss es mit den Kämpfen noch lernen. Irgendwas haut da bei mir nicht hin. Es sieht einfach aus, aber ich hab mich da dann doch ein bisschen schwer. So, wieder Schätze. Und jetzt ich krieg doch hier eh unendlich viel Energie, was mach ich mir Sorgen. Und ich will nach rechts. Nein, hier gab's noch einen Schatz. Und hier falle ich runter. Und dann falle ich hier und da habe ich was verpasst. Ja, mir egal. Zack, zack, so. Ich mach mir die Kämpfe auch so schwer. Oi. So. Habe ich jetzt mehr Energie bekommen, weil er mich... Ach, egal. Wir sammeln hier alles ein, sind schon wieder Schwarzgurt-Duck, yeah! Ja, und auf jeden Fall, wie heißen diese ganzen Typen, die die Donald-Geschichte erfunden haben? Ich weiß nicht, irgendeiner heißt Barks oder so. Und ich habe eine Version gelesen, ich dachte, diese Version stimmt, weil das die einzige Version ist, die ich gelesen habe. Aber offensichtlich kommen mal wieder die, ja, wie kann man euch jetzt nennen? Donald-Duck-Naruto-Killer. Die meinen, irgendwie eine eigene Geschichte haben zu müssen und damit meinen zu müssen, immer richtig zu sein. Genau wie ich. Deswegen kann ich euch gut verstehen. Die Plattform geht weg. Lecco mio. Okay, nochmal hier. Und hier. Und vielleicht springen wir jetzt einfach mal so rüber. Nein, denn das klappt gar nicht. Blablabla. Also nochmal hier. Und hier. Jetzt warten wir, weil die Plattform verschwinden, die Bussi. Zack. Ach, toll, jetzt muss ich auch nicht, nee, ich dachte mir, ich springe halt nicht, das macht ja Spaß, also, ja. Nochmal, warten, springen, hüpfen und nicht hin, ach, jetzt ist mir auch alles egal. So, was haben wir hier? Hier war ich schon, hier ist nichts, hier was zum Geier. Mann, oh, warum laufe ich falsch? Mann, ich möchte richtig laufen, ne Scheiße, so, hüpfi, hüpfi. Ja, hier jetzt mal runter, wie wär's denn damit?
Das schaut mir nach dem richtigen Weg aus. Und wieder ewig lang hoch müssen. Zack, und wir machen schnell, weil die Steine da, die zerbröseln. So zerbröselt der Keks nun mal. Gott, das habe ich schon so oft gesagt. Und immer noch wissen nicht alle Leute, wo es herkommt. Bruce allmächtig, naja, egal. So, kann ich mich daran festhalten? Fuck. Duck. Ne. Duck. Duck. Ducktails. Ja, naja, gut. So. Ja, was, ich habe auch gefragt, was ist denn dieser Loot? Lau, Loot, 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 Loot. Wurde mir auch ge... Wie ist denn der eben gerade gesprungen, der Blödmann? Warum fällt er hier nochmal runter? Guckt euch das an. Was soll das? Du sollst einfach nur bis zum Ende der Plattform... Ach, naja, gut, das Spiel ist voller Fehler, macht ja Spaß. Es macht Spaß. Bam! Na, okay. Baboom. Du bist tot, Baboom. Was? Achso, ihr lasst wieder Energie fallen. Also Ninja-Energie. Wie kann man die Ninja-Energie machen und sagen? Keine Ahnung. Und falls sich einige Leute wundern, warum ich hier nicht 8 Trilliarden Naruto-Witze bringe, aus dem einfachen Grund, ich habe keinen Bock auf blöde Naruto-Witze, weil ich finde Naruto zum Kotzen fertig. Also, ja, gut. Deswegen gibt's hier keine Naruto-Witze von wegen, oh, ich bin der Hokage-Duck. Hokage von Entenhausen. Toll, toll, toll. Nee, also sowas müsst ihr nicht unbedingt von mir erwarten. Weil Naruto, danke, nein. Es gibt andere gute Mangas. Aber warum rede ich über Mangas? Wir spielen Donald Duck in Maui Malat. Und ich muss anscheinend den Teleporter benutzen. Ich dachte, ich gucke mir noch ein bisschen die Welt an. Aber die Welt scheißt. Moment. Das möchte ich jetzt mir aber angucken. Moment. Zack. Zack. Weil ich habe da rechts ein Juwel gesehen. Und das hätte ich dann doch vielleicht ganz gerne. Zack. Okay, nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach rechts. Da ist nichts. Okay. Hier kann ich auch nicht durch. Benutze den Teleporter. Ist die Welt vorbei? Nein, bitte nicht. Doch? Was ist das denn? Stage 3! Einfaches Spiel. Pipapo. Ha! Komm, jetzt hier. Schneller, laden. Warum bin ich jetzt wieder kein Ninja? Das, sowas irritiert mich zum Beispiel. Ich hatte eben gerade noch 999 von diesen Ninja-Sach-Dingis, Blummis, Blabbis. Aber jetzt wieder... Ich bin Weißgurt, ich bin der Schwächste. Bubidubidu. Das sieht geil aus. Yeah. Wow, was geht ab? Okay, ja, Weißgurt halt. Also, den billigsten Rang, den man, glaube ich, haben kann. Was heißt der billigste? Also, ich weiß auch nicht so, der Kung-Fu-Gänger. Bam, 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 bam. Ja, wenn du mal treffen... man trifft auch nicht mit allen Attacken anscheinend. Ich bin jetzt hier gerade am ersten, am Rotgurt verkackt. Verreckt, wie auch immer. Schön, macht Spaß. Kann ich nach unten springen? Nein, kann ich nicht. Kann mich hier festhalten? Natürlich kann ich das. Das bringt nichts. Also muss ich mich hier festhalten. Und dann hier festhalten. Und dann hätte ich mich da oben festhalten müssen, denn jetzt fall ich runter und bin tot. Ha! Was für ein Scheißspiel. Was ist das denn? Ich werde von was grün. Ich bin doch... Warum bin ich denn gestorben, bitte? Ein Funk Royal, der stirbt nicht. Ein Funk Royal vergeht, weil er vergehen will, aber ach man, oh, es ist ein Rotz. Wegen so einer Sprungpassage hier sterbe ich, na sowas hätte ich mir... Ach Gott, was? Wollt verarschen oder was? Hey, okay, gut. Los geht's. So, eins, zwei, okay, da oben muss ich also rein. Nein! Okay, achso, ich sterbe gar nicht so richtig. Okay. Ich kann also auch hier drauf landen und mich weiter umgucken. Wey, was geht denn hier ab? Hier sterbe ich nicht, wenn ich hier lande. Nein, gut, die Plattform bleibt. Aha, ich muss da gar nicht nach oben. Aber ich kann da nach oben. Wollen wir da nach oben? Ich glaube mal ja, aber ich hole mir erstmal noch mehr mächtige Naruto-Fähigkeiten. So, jetzt habt ihr euren Naruto-Spaß für heute gehabt. So, wenn ich hier drauf lande, dann stürzt die Plattform nicht ab. Was? Höp. Gut. Höp. Höp. Ach, da gibt's nur Schätze auf der anderen Seite. Ah, ja. Die Schätze brauche ich aber nicht, oder? Ist es eine Liane, an der ich mich festhalten kann außerdem? Ah, jetzt habe ich alles nicht probiert. Egal, ich gehe einfach weiter. Zack. Okay, er will sich nicht immer festhalten. Wie viel Prozent brauche ich? Ich habe es überhaupt nicht gelesen. 15 oder so? Man braucht in diesem Spiel ja nicht 4%, um irgendwie weiterzukommen. Bam. Quack, quack. So, so. Und hier oben erscheint nochmal sowas. Wie mache ich diese Wände hier kaputt? Kann man die überhaupt... Also, okay, mach mal. Bringt nichts. Sehr gut. Und hier geht's auch nicht weiter. Also muss ich wieder auf der Plattform landen. Und ich lande mal lieber dann links. Oh Gott, ich weiß nicht, wo ich... Oh Gott. Oh. Sag mal, ey, der Bildschirm ist auch so klein. Also so ein Mini-Pups-Bildausschuss. Warum ist die Wand hier vor meinen Augen gerade zerbröselt? Egal. Gut. Drücken wir wieder Schalter. Ach, vielleicht wegen Schaltern, weil ich ein paar Schalter drücke und dann hier jetzt nicht weiter nach oben kommen kann. Ah, der kann ja Doppelsprung, kann der einen Wandsprung? Nee, anscheinend nicht.
Ja, hier lang. Der Bildausschnitt ist auch wirklich klein. Man kann auch nicht so nach unten scrollen, wenn ich nach unten drücke. Das ist. Ah! Alles verwirrend. Jetzt! Gut. Jetzt! Okay, Zwischenspeicherung. Das ist ja schon mal sehr gut. Wir haben ein Leben verloren von unseren 8 Leben, die wir bisher hatten. Oh, die mystische 8 ist schon wieder da. So, ich lande hier und da sind wir. Ja, will da nicht landen! Guckt euch das an! Ich berühre das mit jedem Körperteil, was er überhaupt nur haben kann. Aber was denkt er sich? Ich sammle das nicht ein, denn ich befinde mich auf einer anderen Ebene, grafisch-technisch gesehen. Ja, ist klar. Ah, meine Güte. Hüppala! Also, ach, aber dafür, natürlich, natürlich bekomme ich dafür nichts. Also schon, ich habe was bekommen, aber es hat mir nichts gebracht. Tolle Kacke. So, so, wieder alles einsammeln. So, und jetzt landen wir hier und jetzt ist gefährliches Gebiet. Ah, nein! Danke. Habe ich ein Glück, dass ich hier unten nicht sterben kann gerade. Das ist echt gut. Also, will ich dann nochmal hin? Wie kam ich denn dahin? Ich bin hierauf gelandet, dann kam das nach oben, dann bin ich so gesprungen. Nee, ich bin besser gesprungen, wesentlich besser. Way! So nehme ich, dann habe ich mich hier festgehalten und ich bin auf der linken Seite hochgegangen, glaube ich. Gut. Und nochmal hoch. So. Und wo? Daran wollte ich mich festhalten, genau. Oh, ist das Spiel lustig, ey. Ist das geil. Weil ich das nicht mit dem Ende meines Stabes berühre, erkennt er nicht, dass der Stab das berührt hat. Also, okay. Er kann ja hier auch wieder durch die Wand durchspringen. Ach, das ganze Spiel ist cool. Das ist so cool. Aha! Ich mach dich platt. Wieso? Okay, wenn ich schwarz-rot bin, mache ich anscheinend den Ultraschaden. Wogegen kein Gegner irgendwas machen kann. Gut. Hier komme ich nicht durch. Also muss ich auf dieser kleinen grünen Plattform landen, damit ich dann darauf kann. Und, Wie? Was war das denn bitte? Also, ich stand mit 8 Beinen von seinen 2 Beinen drauf und er hat es aber nicht erkannt. Ach, Mann. Ah, vielleicht ist es deswegen das schwerste Spiel der Welt, weil es irgendwie mit ein paar Bugs versehen ist. Aber ich schimpfe ja gerne über Bugs, auch wenn gar keine Bugs da sind. Ich lande mal sicherheitshalber hier. Gut. Was war das denn? Irgendwas in meinem Hof hat gerade ein sehr komisches Geräusch gemacht. Okay, vielleicht habt ihr es auch gehört, es klang wie... Aber, na egal. Ist eine lustige Gegend, wo ich hier wohne. Oh ja. So, jetzt hatte ich... Ach so, es sind schreiende Kinder. Oh, ich liebe schreiende Kinder. Da würde ich mich am liebsten auch in Ninja-Funk verwandeln und dann mit ein paar Geheimtechniken Giftdolchen in den Rücken... Ah, egal. So, und da natürlich fallen wir runter. Meine Güte. Also, die ersten Level bin ich durchgerusht, wie ich ja so schön sage, aber jetzt schleich ich langsam. Okay, aber die Level werden ja auch größer. Ich guck erstmal. Okay, da muss ich hin. Gut. Geht die Plattform weg? Ach, natürlich, die Plattform geht wieder weg. Hey, ich liebe es. Ich liebe es. Oh, ich bin hier runtergefallen. Ich liebe es so sehr. Das macht... schön, was du machst, Donald. Und wieder hier hin. Und wieder dann. Und wieder dann. Und nochmal hier hin. Und die Plattform geht nämlich weg. Ja, was soll das? So. Hüppala. Ey, was? Ey, Lekomi, was ist das denn? Ja, Leute, dann muss ich anscheinend nachgucken, wie der Rhythmus ist und dann wieder auf Suishumaru-Manier dreimal sterben und dann... Nee. Ja, ich bin ja nicht dumm. Naja, schon ein bisschen. Jetzt springt er natürlich nicht weit genug. Oh, geil, ist ja auch immer so irgendwie der unsichtbare Gegenwind. Ey, du bist ein Ninja, du musst irgendwie über Kontinente springen können. Du bist ein Weltenwandler geworden. Aber nein, ich bin ja ein Ninja aus der Küche. Ich kann nix. So, hier landen. Jetzt. Jetzt. Oh Gott, danke. Hat ja nur ein paar Tage gedauert, bis ich hier ankam, ne? So, und ich mach's riskant und guck, was es hier gibt. Ah ja. Na, das wird was. Nein! Gut, whoopala. Okay, nochmal. Und zack. Was? Okay. Ja, die Schätze brauche ich jetzt aber nicht mehr. Das ist mir dann doch zu riskant. Upsala. Oder will ich die haben? Will ich die eigentlich haben? Ich bin Schwarzgurtag. Ich will die. Nein, ich will die mir nicht. So. Und Level geschafft. Hallalalala.